So, mal hier ein bisschen dem Bach folgen, dem Suderwicher Bach. Hier habe ich ja schon mal ein Video gestartet. Bin ich dann durch das Emscherland zu der neuen Mündung des Suderwicher Baches gelaufen. Ja, aber dieses Stück, das kennt man mittlerweile ja auch alles da hinten. Das ist ja lange genug gefeiert worden, auch zu Recht. Ist natürlich super schön. Aber hier ist ja dieser dann doch nicht so bekannte westliche Verlauf des Suderwicher Baches. Und den gehen wir jetzt mal lang hier. Puh. Ist glaube ich 30 Jahre her oder 25, dass ich hierher gegangen bin. Aber ist eigentlich auch eine verdammt schöne Strecke, muss man mal sagen, ne? Diese verdammten Brombeeren, das ist unglaublich. Ja, okay. Der Bach ist jetzt da vorne. Nee, das wird nichts. Müssen wir doch außen rum gehen. Ja, wir kommen schon an den Bach. Einen Moment mal. Ja, warte mal. Ja, drüben die andere Seite ist die bessere. Keine Chance rüber zu kommen.
Sieht auf jeden Fall schon klasse aus. Ja? Ich versuch's mal da vorne. Ja, könnte es klappen. Erstmal hinkommen. Sah zumindest so aus, ob diese andere Seite die bessere wäre, aber wenn ich jetzt so gucke. Mist. Einen Moment mal. So, ach guck mal hier. Der wächst hier tatsächlich so. Ja, aber geht's da oben weiter? Warte mal. Gucken wir mal. Nee, das ging nämlich genau bis hier und jetzt hast du da dasselbe Problem. Also doch. Ich hier auch nicht lang. Mach da eine Kurve. Wird schon irgendwie gehen. Nee, warte mal. Das ist doof. Ach. Versuchen. Also zum ersten Mal würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass hier mal so ein Uferweg gebaut wird.
jetzt nicht drüber. Oh. Nee. Nee, keine Chance. Wachsen auch so Mini Fichten oder Tannen oder so. Der wäre aber früher hierher geflossen. Hier. Direkt neben dem Weg. Alles neu gestaltet hier. Der war früher nicht da hinten. Ja, hier vorne. Ist das Kohlekraftwerk Datteln? Und so würde das hier auch passen. Also ich könnte schwören, der Bachfluss früher hier neben dem, hier ist der Zaun gewesen, hier obere Wärme, hier ging es runter und unten. So, da vorne ist das Teil, wo ich nicht dran vorbeikam. So, schauen wir, wie hier schön ist. Irgendwas ist hier. So, und das ist nämlich der Suderwicher Bach hier. Nicht der, das ist ein Nebenlauf. Und zwar, wie man sieht, der ergiebigere von beiden. Das habe ich nämlich so auch in Erinnerung. Puh, was stinkt das hier? Genau. Siehst du, der Suderwicher Bach geht hier, ging hier lang. Jetzt haben sie den hier mit dem neuen, dem Nebenlauf da zusammengeführt. Ja, puh, das stinkt aber ganz schön hier. Ich glaube, wissen warum.
Und dieser Nebenlauf, der von rechts da einmündet, also aufs, wenn du jetzt aufs Suderwicher Bach fließt Richtung gehst und der Bach kommt ja dann von rechts da rein, der hatte auch damals schon mehr Wasser als der Suderwicher Bach als Köttelbach oder zumindest ja genauso viel und war damals auch schon sauberer Zufluss. Das werde ich nie vergessen. Da kam richtig ein großer Zufluss, sauberer, und ging dann in die Köttelbecke. So. Jetzt sind wir am Rumballern. Damals konnte man nach dieser Kurve, konnte man da hinten am Bach so einen fiesen Ausgang sehen, so einen Rohrausgang, ein Auslass. Das ist die Plagen. Da begann das früher. Ja, die Köttelbecke. Ja, und natürlich eigentlich dann auch der Suderwicher Bach. Ne? Heute haben sie den Tunnel so weit gelegt, dass es noch weiter geht und den Bach ein bisschen weiter nach oberhalb noch offen gelegt, dass der jetzt quasi ganz hinten an dieser Schule entspringt. Da war ich auch schon mal, habe ich auch ein Video von gemacht, von Quelle, Suderwicher Bach. Ja. Ganz schön breit hier. Nee, das ist ja hier schon, hier ist ja schon die Schule. Ja, hier war auf jeden Fall da damals der Rohrauslass, der Beginn der Köttelbecke. Und jetzt, wie gesagt, hier war ich ja schon einmal. Jetzt haben sie es halt so gemacht. Krass regnet. Läuft die Scheiße. Der Bach hat wenigstens ein bisschen Wasser. Nur wir wissen ja, was das für Wasser ist. Ja, natürlich so gut wie kein sonstiges, sauberes Wasser damit drin ist. Kann man noch so oft sagen, ja, das ist ja das. Guck mal, da kommt es aus dem Boden raus. Und hier, das ist ja nur stark verdünntes Abwasser, aber von wegen. Ja, und so schlängelt sich der Bach jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Verstopft hier. Naja. Gut, haben wir das Stück auch noch. Dieses Stück hier vom Suderwicher Bach. Und seht ihr, was ich meine? Guckt mal, wie hoch das Klopapier da hängt. Könnt ihr das sehen? Da. Das ist ja das sogenannte, ja. Ihr wisst schon. Und das Gesetz der Schwerkraft sagt noch was ganz anderes. Ne? Das sagt nämlich,
das Physikalische, dass sich solche Stoffe eigentlich absetzen sollen und nur Wasser überschwappt und solche Stoffe ja zurückgehalten werden. Die sinken ja auf dem Boden und naja. Okay, das ist jetzt auch kein Stauraumkanal. Das ist einfach nur ein Kanalisationsüberlaufbecken. Klar, wo soll es auch hin? Ne? Ist nur schade halt, dass es dann halt so aussieht. Und vieles fließt halt durch die Bäche durch. Boah, stinkt das hier. Was ist das denn? Hat nichts mit dem Bach zu tun. Muss von dem, von den Böllern kommen da irgendwie. Schwefel. Dingsbums. So, Leute. Heute mal ein bisschen hier Naturbäche. Time. Ciao.